Hey, yo zusammen! Herzlich willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2, wo wir eine Schlacht zu schlagen haben, die nicht ganz einfach, aber eigentlich auch nicht ganz schwer sein sollte. Wir kämpfen nämlich, glaube ich, in... Oh, nicht in der Schlucht! Okay. Ah, stimmt, wir haben ein Nahrungsproblem. Wir haben ein paar Winds of Magic. Ja, aber das kriege ich hin. Das muss machbar sein, Leute. Das muss machbar sein. Wir haben Winds of Magic. Sie haben Streitwägen, ja. So langsam werden sie gefährlicher. Da kommen Verstärkungen. Mal gucken. Was ist denn das überhaupt? Garrot, ja. Aber der ist nicht schwach. Der ist nicht schwach. Ich muss nur gucken, wo ich mich aufstelle. Schwierig zu sagen, wo ich mich damit aufstellen möchte. Weil Engstellen finde ich eigentlich besser, aber so wirklich viele gibt es da nicht. Katapulte sind Long Range Splash. Was ich machen muss, und das muss ich versuchen, ist den Gegner mit irgendwas zu beschäftigen. Das heißt, ich werde versuchen, glaube ich, ein paar Clanratten. Da kann man gamblen. Schade. Wenn er hier hoch muss, ist das... Oh ja, ich stelle mich hier... Ja, ich stelle mich hier auf. Genau, okay. Erstmal nur so generell irgendwie. So, egal. So. Gut. Den stellen wir irgendwo hin, den stellen wir irgendwo hin. So, dann haben wir noch einen Haufen Clanratten. Und mit denen werde ich versuchen, ihn so ein bisschen abzulenken. Okay. Das heißt, die Katapulte gehen hier so hin. Ich lenke mal. Ja, viel lenken kann ich hier nicht. Oh, was ist das denn? Okay. Schwierig, ganz schwierig. Warpbomben habe ich gerade keine. Okay. So. Katapulte schießen. Was haben wir denn hier jetzt alles? Okay, dann können wir ein bisschen boosten. Dann... Mal gucken. Okay. Schön schießen. Okay. Schauen wir mal. Das kostet halt schon viel, ne? Würde ich jetzt trotzdem mal herholen. Bis die Ushabti wiederkommen, ne? Aber das ist dann halt so. Der sollte dann nicht alleine stehen. So, ihr gewinnt, dann könnt ihr die Rüstung boosten. So, jetzt kommen hier die ganzen Ushabti, das ist natürlich der Scheiß. Aber müssen wir halt durch, ne? Geht nicht anders. So.
Schießen. Schießen. Auch nochmal schießen. Der könnte doch hier so ein Ding ins Buff machen. Dann boosten wir die noch ein bisschen. So. Dass die abhauen, ist natürlich bedauerlich. Mhm. Jetzt noch Ushabti. Der haut ab. Schade. Dass der so viel stärker jetzt war, der Gegner. Krass. Aber die Armee ist halt auch noch nicht gut. Ne? Das ist halt nur so eine Zwischenarmee. Hätte ich mich zurückziehen sollen. Ist natürlich sehr bedauerlich. Ja, die Streitwegen machen ordentlich Stress. Ja, die stehen da noch, aber halt auch nicht mehr lange, ne? Ne, das ist schade. Sehr schade. Jo, mach ich, ja. Ciao. Na gut. Wieder was gelernt. Das war nix. Vielleicht stand ich auch extrem schlecht da, aber ich hatte halt auch nichts gegen die Streitwägen. Ne? Gegen die Streitwägen sind Jessales eigentlich ganz gut. Und ich kämpfe halt noch mit Clanratten. So. Und er hatte viele Helden. Helden sind sehr stark. Und schabt die schön die Katapulte rein, ja. Na gut, mal gucken, mal gucken. Wenn er mich jetzt nochmal angreift, dann habe ich ein Problem. Aber schauen wir mal. Nee, okay. Ja, dann ziehe ich mich zurück. Gut, ich kann nicht alles immer gewinnen. Ne? Ich bin halt doch nicht wirklich gut. Die Armee ist nicht wirklich gut. Ist halt, ist schwierig. Ist schwierig. Die Katapulte sind nice, bringen aber nichts gegen Single-Target-Dinger. Also gegen Single-Entity-Units, wie Helden oder Monster oder so, bringt das nichts. Da fehlen einfach die Warblock-Jessales und die Warblock-Kanonen. Warblitz-Kanonen, so heißen sie. Ja. Genau. Rattling-Kanonen oder Rattling-Guns sind auch wichtig. Ja, ja. Na gut. Zaghafter Verteidiger. Der hat einen negativen Trade bekommen. Das ist natürlich schade. Weil jetzt hat er mehrere Verteidigungsschlachten verloren. Ja, das ist nicht gut. Schade. Too weak to betray. Ich dachte, er wäre hier. Aha. Gehst mal dahin. In Lamia. Können wir noch bauen? Was ich auf jeden Fall brauche, ist Warblitzkanonen. Das da brauche ich. Nahrung ist wichtig. So. Genau. Hm. Okay, hier fehlen noch die Warblitzkanonen. Da kriege ich aber erstmal nur zwei. Das ist noch nicht so toll. Ob die Armee reicht? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Ich will nicht schon wieder eine Armee verlieren. Master Engineer! Vielleicht klappt das ja. Wäre dämlich, aber probieren, ne? Ausprobieren. Der ist jetzt schon in Altdorf.
Ja, cool. Das ging schnell. Okay. So, schauen wir mal. Nice. Gut. Dann können wir dann nächste Runde ordentlich was bauen. Ja, das Geld habe ich jetzt nicht. So, der wartet noch. Okay. Ich hoffe, das passt jetzt so. Der bildet aus, der andere bildet aus, der bildet aus. So, der rennt rein. Hallo? Na, also bei aller Liebe. Ach, der Blitz schlagt. Versuch was, keine Ahnung. Sollte ich eigentlich gewinnen können. Na? Erst recht damit. Ja. Ja, das geht. Also die machen krassen Damage, wenn sie treffen. Giselles greifen Krogar an. Dafür sind sie nämlich da. Ich frag mich, ob zwei Stück reichen, aber... Naja. Eigentlich muss ich Kroach rausnehmen. Aber ob ich das schaff? Jetzt schauen wir mal. So. Vielleicht kann ich die auch ein bisschen so aufstellen. Wisst ihr? Einfach, dass ich hier... So vielleicht. So, dann rufen wir wieder die Ratten her. Sieht eher so aus, als würde er da drüben lang wollen. So. Gut, Giselles. Die könnten eigentlich hier so hin, oder? Das muss doch ganz gut gehen. So, die Rattling Guns stellen uns irgendwie so auf, dass sie von allen Seiten schön böllern können. So, da machen wir ein Flanking-Dingens. Und gut ist. Genau. So, Krogar steht da hinten und Krog ist hier. So. Nächste Ratte reinschicken. So, ihr greift den bitte an. Ich hoffe, das schaffen die auch. So, eigentlich müsste jetzt hier ordentlich Damage durchgehen. Irgendwie schießen die alle nicht mehr. Das
sehr eigenartig. So. Sehr seltsam. So, Kroak ist schon mal leicht verletzt. Der wird gut rausgefokust, das gefällt mir. Ist gut. So, Sieg ist nahe. Das ist halt die Frage, ob die jetzt endlich Damage machen oder nicht. Aber so, Lord Kroak ist bald tot. So, jetzt aber. Jetzt machen doch die ordentlich was, oder? Schaut's mal. So, krieg ich jetzt Kroak tot? Sieht doch gut aus, oder? Der regeneriert sich ein bisschen, aber der stirbt jetzt. So. Jetzt Krokka. Könntet ihr den da angreifen, bitte? So. Gut. Okay. Also Kroka steht da natürlich gut drinnen, aber... irgendwann müsste da auch mal Ende sein. Sauros können wir noch töten. Die Rattling Gun! So. Ja, ganz schlecht sind sie jetzt nicht, die Rattling Guns, ne? Die machen schon, was sie sollen. Glaube ich. Passt. Rocker noch ein bisschen. Ja, der will jetzt fliehen, kann er versuchen. So, Rocker töten. Der sollte nach Möglichkeit nicht entkommen. Raus. Na, kommt er raus? Oder nicht? Er kommt raus. Schade. Na gut. Aber ich habe die Schlacht zumindest gewonnen. Und es war okay. Die Rattling Guns, ja, die haben schon performt so ein bisschen. Ne? Ein paar gut, ein paar schlecht. Katapulte geht schon. Chassails, ja. Die sind halt wichtig für High Targets. So Monster, Helden und sowas. Dafür sind die ganz gut, glaube ich. Passt schon. Und wenn ich die Warblitzkanonen bekomme, bin ich auch gut gegen Kroka. Weil dann habe ich die Reichweite. Ja, nimm mal das Geld. Ich hätte auch die Nahrung nehmen können, aber jetzt nehmen wir das mal so. Ich greife den gleich nochmal an. Jetzt kann ich ihn crushen. Was ist er? Saurus-Töter. Ja. Gut. Platz Cryer. Garrot ist halt. Aber bei Verteidigung ist okay. Normalerweise willst du nicht verteidigen. Normalerweise willst du angreifen mit Skaven. Normalerweise willst du immer angreifen mit allem. Deswegen ist dieser Trade doof, aber nicht so schlimm. So. Das ist jetzt der nächste Scheiß. Das ist Krieg gegen Grimgorg. Er hat halt viele Helden. Hm.
schwierig, Mann. Wenn ich könnte fliehen, versuchen. Machen wir jetzt auch mal. Wenn er wieder angreift, muss ich es eh kämpfen. Ja, okay. Gut, dann kann ich mich durch Blitz schlagen. Das ist okay. Dann schlage ich mich mit Blitzschlag einfach durch. Nope. Das ist aber sehr gut. Ja. Ja, und dann hau ich da oben ab. Ich krieg Karak 8 Gipfel einfach nicht aktuell. Das ist... Skarsnik greift an. Wieder Krieg. Ich habe das Gefühl, das sollte ich manuell machen. Auch wenn ich nicht sehr zuversichtlich bin in meine Skills, glaube ich doch, das sollte ich manuell machen. Ich stelle mich wahrscheinlich hier so auf. Doofe Reiter und Streitwägen. Die Streitwägen kann ich mit den Chassails raushauen. Die Katapulte ballern auf seinen Blob. So. Genau. Genau. Okay, dann das hier. Okay, so. Ja. Okay, der hat so einen Sneak Quatsch. Was extremst nervig ist, aber. Gut. Da hoffe ich Skarsnik. Da sind sie. Die müssen von euch weggemacht werden. So. Schön die Goblin-Streitwägen angreifen. Okay. Da können wir schon mal ein paar Boosts draufschmeißen. So. Wenn die so klumpen, könnte ich da eine solche draufschmeißen. Schauen wir mal. Die wollen nicht feuern, schade. Okay.
glaube, das passt so schon, so ungefähr. Okay. Na gut, also ich glaube, das passt soweit. Warum der den Kampf verliert, wusste ich auch gerne mal. Soll angeblich keine Gefahr sein. So, wir töten, was wir töten können. Klar. Angreifen, gut. Kommandant ist tot, verwundet, auch schön. So, warte noch was Nöbens. Hab ich den noch bekommen? Vielleicht. Vielleicht habe ich ihn bekommen. Wer weiß. Naja. Okay. Auf jeden Fall gewonnen. Das ist schon mal wichtig. War aber nicht ganz günstig. Ich muss da oben jetzt abhauen. Ich muss da weg, Mann. Da ist zu viel Bums. Mal schauen, ob ich die Armee wegbekomme. In Sicherheit. Wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. Aber gut, muss man halt mal sehen, ne? Mal schauen. Ja, das Geld ist nice, aber ich brauche Replenishment. Okay, so, jetzt schauen wir mal, wo Krieg steht. Ja, gut. So, Quick steht hier oben. Hier hat's noch. Die ist nicht gefährlich. Die hingegen schon eher. Ich kann mit den Tunneln aber bis hierhin. Wir wurden abgefangen. Okay. Das ist aber in Ordnung. Das ist okay. Weil in den Tunneln sind wir stark. Ja. Genau, in den Tunneln sind wir stark. Das ist machbar. Das ist gefährlich. Ja, die sind doof. Das ist uninteressant. Die sind gefährlich. Der Rest ist eigentlich... kann man gut wegböllern. Grimgorg. Na gut. Na gut. Also in den Tunnel, das müsste gehen.
Das heißt, wenn ich gewinne, komme ich dahin und dann ab nach Hause. Zack, zack, zack. Ich hoffe, das klappt. Mal sehen, ob ich mich mit dem Just Sales und den anderen Booms irgendwo aufstellen kann. Was mich in den Tunnel immer nervt, ist, dass ich nicht so weit rauszoomen kann, wie ich es gerne würde. Das ist immer sehr ärgerlich. Weil ihr seht ja, ich sehe fast nirgends nichts. Also, ja. Da hat es eine kleine Erhöhung, da können wir mal gucken. Okay. Also. Du gehst vor, du bleibst bei den Katapulten. Zack. Anti-Reiter. Verbundsleute. So. Genau, er muss mich angreifen. So. So, die haben jetzt schon mal Reichweite bekommen. Auch wenn sie da jetzt nicht viel Schaden machen können, aber sie können schon schießen. Besser als nix. Fähigkeit vorbei. Passt aber schon. Dann Wurfs raushauen. So. Mal. Greifst die Black Orks mit Schilds an, Schwarz Orks. Was angegriffen wird, ihr greift den kolossalen Strixknick an. Genau. Weil die sind zwar angeblich gegen. Ne, sind gegen Rüstung, oder? Das passt schon. So, die werden jetzt gesandwiched. So. Gut. Das passt ja schon mal ganz gut. So, er haut ab. Kann er machen, ist aber egal. So. Gut. Dann müssen wir da jetzt ran. Gut, sind die auch mal dran? So, die Choppers kann man angreifen. Du musst da weg. So.
Ich müsste da noch ein bisschen näher ran. Ja. Damit wir gut Schaden drücken können. So. Schön Damage fahren. Schaden. Schon nicht so schön. Das ist natürlich doof, dass sie jetzt durchbrechen. Ja, auch interessant. Puh, schwierig. Ich glaube, ich verliere das. Dann ist die ganze Armee wieder am Arsch. Und wieder alles tot. Nee. Dann ist es so. Kann ich dann auch nicht ändern. Sind halt doch ein bisschen zu sehr durchgekommen. Schade. Ja, der stirbt da einfach weg. Oh, die Orks sind schon nicht schwach. Ja, der stirbt mir. Ich glaube halt nicht, dass ich das noch irgendwie gewinne. Sieht halt echt nicht danach aus. Rakete kann man noch starten, aber. Er hat halt ja auch nur so ein Heal. Ah, die sind gefährlich, okay. Die sind hier so low, aber der kriegt's halt nicht gebacken, die alle wegzuhauen. Ja? Wenn der da hinkommt, die Kurbelwagen anzugreifen, ist ja nicht schlecht, aber. Quiek haut ab, ja, damit haben sie alle Schuss. Okay, wieder verloren. Gut. Ja, war zu lang mit Quiek da oben. War da einfach zu lang oben. Ist okay. War zu lang oben. Alleine. Schlecht gespielt, falsche Entscheidungen getroffen, strategisch garbage. Muss ich mit umgehen können. Ist halt, ne? Das heißt, die Armee ist auch weg. Darf ich wieder neu ausbilden? Regiments of Renown sind weg. Ja, gut. Gut. Schwierig. Ist, also Skaven spielen sich schwer. Mit Lizardmen komme ich viel besser klar. Die verstehe ich einfach besser. Schade. Gut. Verwundet. Gut, wenigstens sind sie nicht alle gestorben. Okay, na gut, das war das.
So, erstmal den da weg. Master Engineer! Sir, kill the Squire! So. Mighty Master Engineer, I am! Das erste, was ich jetzt machen werde, ist natürlich einen neuen Kommandanten herholen. Vielleicht einen, der nehmen wir mal den da, keine Ahnung. Obwohl, gibt's einen? Warte mal. Stopp. Doch, das macht schon Sinn, weil den kann ich ja austauschen, ist ja egal. So. Weil hier könnte ich... Ah ne, das bringt gerade nichts. Aber dann wird zumindest der Unterhalt weniger. So. Hat der irgendwas generierte Nahrung? Okay. Gut. Generierte Nahrung. Ja. Da nimmt man eh alles, ne? Machen wir das irgendwie mal so. Ist egal. Weil ich möchte frühzeitig damit anfangen. Ah ja. Quicks Armee wieder aufzubauen. Ich brauche halt Warp-Blitzkanonen. Davon brauche ich viele. Und die kriege ich gerade nicht. Das ist ein Problem. Die Dingschredder sind gut gegen Infanterie, was nett ist. Aber... Ja, Quicks Armee war halt relativ low. Ne? Ich meine, ich könnte noch einen Chassale und eine Rattling-Kanone bauen. So. Und dann vielleicht noch hier sowas dazu. Dann kommen noch drei Helden dazu. Die Warp-Bohrer brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Eher nicht. Ja, dann vielleicht wirklich dann lieber noch hier so Giftwindkrieger und sowas. Aber das muss ich mal gucken. Das weiß ich jetzt noch nicht. Okay, das macht alles günstiger, das ist gut. Untrusted Worm, poison after. So. Der braucht ja noch die Warp-Blitz-Kanonen. Könnte ich jetzt bauen? Ja. Den würde ich da gemeinsam angreifen. Mit allem, was ich habe. Wäre schon mal nicht schlecht, ne? So. Brauche ich hier. Ne, die brauche ich woanders. Die müsste ich dann hier bauen. Okay. Das natürlich. Klar, irgendwann braucht es das. So. Boah, da geht alles drauf. Wirklich? Alter, geht da viel drauf. Die ganzen Clan-Ratten sterben. Aber wieso? Ich hab nicht viel gegen Monster, ne? Der kann zaubern. Die sind halt schon alle verletzt, das ist das Problem.
Die stehen gut da. Das muss ich hinkriegen können. Ich muss es lernen. Das kann nicht so schwer sein. Weil alles Auto-Resolven ist auch Blödsinn. Ne? Ist einfach Blödsinn. So. So, von da hinten kommt meine Verstärkung. Gut. So irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe gerade Nahrungsprobleme, das nervt so ein bisschen, aber gut. So, vielleicht stelle ich die Kanone hier irgendwie auf. Ich weiß es noch nicht. Die Katapulte auch. Und das alles drehen wir irgendwie so. Habe ich echt nur zwei Katapulte? Müssten noch drei gewesen sein, oder nicht? Ja. Na gut. So, ich habe die Warp-Blitz-Dinger. Okay. Er steht nur rum. Mit den Kanonen müsste ich eigentlich da angreifen. Ne? Schauen wir mal, wie weit ich da muss. Schon noch ein Stück, ne? Der fliegt halt, deswegen müsste es schon gehen. Ich kann auch den da angreifen, ist auch egal. Hauptsache, ich mache irgendwo irgendwas kaputt. So, schießt ihr? Treffen. Naja. Ja, muss schon gehen, oder? Okay. Schön weiter böllern. Einfach nur, hab Zeit. Egal. Jetzt kommt's. Okay, jetzt kommen sie. Okay. Okay.
Aha. Okay. Ich gehe jetzt halt mit allem drauf, was ich habe. Ne? So. Wo ist der? Schon abhauen. Nervt er die ein bisschen. Hier seitlich werde ich komplett gebumst, das ist nicht gut. Was ist das da? Da ist wieder keiner, okay. Machen wir eine Bombe. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwas Nützliches machen kann. Bisher ja nicht so. Die Bombe lohnt sich jetzt leider gar nicht. Das ist ja schwierig. Wäre schön, wenn der da weggehen würde. Oh Mann, das schaut schon wieder so scheiße aus hier. Ich kann einfach mit Skaven nicht umgehen. Ist er das? Ich kann es nicht. Ist nicht mein Volk. Hauptsache ich überlebe den Kampf irgendwie. Ich kann alles wieder aufbauen, aber ich muss halt die Schlacht gewinnen. Alles andere ist nebensächlich. Das Kreuz stirbt gleich. Die Ratten haben auch echt keine guten Helden, ne? Ich dachte halt, wenn ich da mit zwei Armeen draufklatsche, geht's, aber es geht nicht. Ich kann Skaven nicht spielen. Ich kann's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin.
Ich bin, was das angeht, einfach nicht gut genug. Nee. Skaven sind nicht mein Volk. Ist einfach schwierig. Sehr schwierig. Weil ich habe auch die Einheiten, die ich eigentlich hätte easy töten sollen, gar nicht getötet. Hier, diese ganzen, da haben die Katapulte nichts gemacht. Hier 12 Tode, nix. Alles witzlos. Na gut, Leute. Also ich würde sagen, das war's mit den Skaven erstmal. Ich muss mir das dann anders nochmal anschauen. Ich krieg's nicht gebacken. Ich versteh's einfach nicht. Na, ich hab keine Ahnung, weder wie man Krieg noch sonst was noch Skaven spielt. Irgendwas mache ich grundlegend falsch. Komplett. Nahrung ist ein Problem. Also ich muss gucken, wenn ich Skaven spiele. Nahrung muss immer positiv sein. Immer, 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 immer. Und mit der Armee. Du, ich weiß es nicht. Also Katapulte funktionieren eine Zeit lang ganz gut, dann gar nicht mehr. Und ich muss, glaube ich, gucken, dass ich viel schneller auf Jazales Warblitzkanonen und Rattenkanonen komme. Die Rattling Guns. Die muss ich lernen einzusetzen, weil das kann ich nicht. Jazales, schwierig. Und ja. Ich weiß es nicht. Wie schaut eine Late-Game-Armee aus? Wie spielt man es? Welche Armee bräuchte ich, um das zu besiegen? Und wie müsste ich damit umgehen? Ich habe keine Ahnung. Weil ich bräuchte ein paar Katapulte. Vielleicht so, ja. Gegen die ganzen Orks, denke ich, brauche ich Katapulte. So. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Orks. 8 Orks hat er, ne? Dagegen brauche ich Katapulte. 4 Katapulte dagegen finde ich eigentlich in Ordnung. So. Dann hat er hier noch Infanterie und Speer. So, das sind noch mehr Infanterie. Noch mehr Infanterie. Das muss alles weg. So. Der war fast tot, ne? Weiß es nicht. So. Und dann. Ja, dann ist halt die Frage. Wie komme ich an die Wartblitzkanonen? Todeswart. Das sieht halt auch nicht stark aus, ne? Sieht halt einfach nicht stark aus. Eschentriaden, weil Gossenläufer. Die sind Stufe 4. Wofür? Die machen keinen Schaden. Nix. Keine Ahnung. Todesläufer. Master Ambusher. Ja, da muss man von der Seite rein, ne? Aber. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube. Ich glaube, ich habe halt komplett verloren. Too weak to betray. Was das angeht. Ich kann es noch einen Turn durchgehen lassen. Schredderer, Katapulte, Warblitzkanonen und so. Aber das ist eigentlich ziemlich durch. Ist eigentlich ziemlich lost, würde ich sagen. Ob ich das noch recovern kann, ich glaube es nicht. Ich weiß es nicht. Wie spielt man Skaven? Ist einfach schwierig. Sehr schwierig. Aber klar, du kriegst die Armeen schnell wieder hinterhergeböllert. Das geht schon. Ja. Aber ich glaube, man sollte gucken, dass man auf einer Seite plündert, Stuff macht, bla bla. Bei der anderen baut man sich dann auf. Baut man sich dann auf mit Untergrundstätten? Ich weiß es nicht.
Also die Untergrundstädte machen Geld. Das ist gut. Und sie machen auch Nahrung. Mindestens plus minus null. Das ist halt wichtig. So, und der Rest... Ja, weiß nicht. So, der ist tot. Naja. Ist tot, das weiß ich auch. Lamia, ja. Nee, das ist durch. Auch interessant. Schauen wir mal, wenn ich Lamia verteidigen kann, vielleicht, aber ich glaub's nicht. Ist schwierig. Anstrengend, sehr anstrengend. Ich meine, der greift an ohne Katapulte und ohne irgendwas. Das ist seltsam. Das heißt, die Monster werde ich angreifen müssen. Der Rest ist egal, ich muss die Monster zerstören. Vielleicht kann ich es noch halten. Na, vielleicht kann ich mich noch... Ich will halt nicht aufgeben, das ist halt das Ding. Aber ich komme mit den Skaven nicht zurecht. Weil du hast halt Truppen, die halten nichts stand. So. Habe ich zu wenig Armeen? Habe ich zu wenig Geld? Hätte ich aggressiver expandieren müssen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. So, was haben wir jetzt hier noch? Stormburning. Ja, dann kommt's mal hier hin. Rattenohre kann auch dahin. Cool. So, wer ist ein Belagerungsangreifer? Der da. Diese Monsterspinne muss weg. Wie schaut denn das Zeichen aus? Das ist so eine Tür. Da muss die Spinne weg. Okay. Dann... Spinne weg. Einer darf gerne da oben den Azad angreifen, aber ansonsten alles auf die blöde Spinne. Spinne, Spinne, da ist die Spinne. So, weg mit der Spinne, weg mit Azad. Nimmt ihr überhaupt Schaden? Nö. Der regeneriert sich feuchtfröhlich. Na toll. Habe ich das jetzt oben auf die Mauer gemacht? Please don't. Ah ne, passt. So, unten schön rumstressen. Buffen. Also, Azar, der stirbt gleich. Was ja schon mal gut ist. So, Spinne noch wegmachen. Könntet ihr mal treffen? Das wäre halt schön. Ist das ein Belagerungsangreifer? Sieht nicht so aus. Azar ist tot. Die Spinne können wir töten. Hoffentlich. Interessanterweise gehört ihm jetzt der Turm, was absoluter Schwachsinn ist. Absoluter Schwachsinn. Hallo. Schön da hoch, Leute. Kann ja nicht sein, dass ihm die Türme gehen. Kann nicht sein. Gibt's nicht. So, da greift doch jemand das Tor an. Obwohl da nichts von wegen irgendwas stand. Nahkampfspezialist, ja, schwierig. Wollt ihr mal dahin gehen?
So. Shriek, shriek. So, schön kämpfen. Warum die jetzt mit voller Dingens abhauen, weiß ich nicht. Sollten sie eigentlich nicht, ne? Aber gut. Könnt ihr die Leute da auf den Mauern angreifen? So. Die Rattenober gehen mal da nach hinten. Und die Sturmratten, die gehen jetzt da hoch. Der Turm ist nie gehört. Mach bitte, dass dieser Turm hier wäre. Giftwind wieder, die sind nicht schwach. Das ist ganz gut, die zu haben. Da Immortals, die müssen weg. Die sind sehr gefährlich. Oh ja. Wenn die hochkommen, habe ich ein großes Problem. Ja, die feuern zwar lustig, aber es hilft jetzt auch herzlich wenig. Vor allem, weil er halt alle Türme einnimmt, ne? Bedauerlich. Echt da hochgekommen. Krass. Na gut. Also ich würde mal so sagen. Ich lasse es jetzt dabei. Das war ein Experiment. Okay? Das war ein Experiment. Einfach mal gucken, was ich mit den Skaven so kann. Wie sie spielen. Weil ich fand sie immer interessant. Habe mich aber nie rangetraut. Jetzt weiß ich auch warum. Ich taugte da einfach nicht für. Ich glaube, ich war auch viel zu langsam mit der Expansion meines Reiches. Es ist halt schwierig, du hast Nahrungsprobleme, Geldprobleme, deine Truppen sind scheiße. Ja, wie spielst du Skaven? Falls da jemand Ideen hat, gerne immer her, weil ich check's nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier eine kleine Warp-Bombe zünden, cool. Ja, bringt ein bisschen was, aber nicht viel und whatever. Ist halt irgendwann ist halt aua. So. Weil er wird mich hier zerbumsen, das ist einfach so. Da kommt so viel Krams nach. Das halte ich nicht. Du bist halt, ich bin halt kein Saurus hier, ne? Ich bin kein Lizardvolk. Ich bin halt nur irgendein Bumsrattentyp. Also du musst schon viel, glaube ich, mit. Ich finde die Zauber auch nicht so stark. Also solche war okay, aber hat mich jetzt danach, wo es einmal gebumst hat, auch nicht mehr abgeholt. So gar nicht. Weiß nicht. Na gut. Okay. Also ich würde das Experiment jetzt vorerst für gescheitert ansehen und es dabei belassen. Ist nicht mein Volk. Ich weiß nicht, wie man Skaven spielt. Keine Ahnung, ich kenne die Build Order nicht, ich kenne den Tech-Pfad nicht, ich kenne die Army Compositions nicht. Bei Lizard weiß ich halt, was ich machen muss. So. So im Großen und Ganzen. Da komme ich gut mit klar. Hier ist es so, selbst wenn ich 5 Armeen gegen eine ins Feld führe, komme ich nicht weit. Und du musst sie ja auch stemmen können.
vom Geld. So, das kannst du ja irgendwann nicht mehr, ne? Das geht halt nicht. Also ich glaube, vom Geld her schwierig. Sehr schwierig. Also ich fühl's nicht. Insgesamt ist schon cool so mit den Waffenteams. Die machen schon Laune, wenn sie halt funktionieren. Bei mir funktionieren sie nicht. Also die Katapulte auf engen Stellen, ja. Die Warblitzkanonen teilweise, ja. Die Rattling Guns gar nicht, die Jazails auch gar nicht. Und der Rest der Einheiten ist einfach schwach. Du bist mit den Ratten super schwach. Also gefühlt brauchst du 3-4 Armeen, um eine gegnerische Late-Game-Armee bezwingen zu können. Und da fehlt einfach das Geld. Ne, das Geld hast du nicht. Ist einfach so. Also ich glaube, wenn ich nochmal Skaven spielen würde, dann auf jeden Fall nochmal hier Dingens. Krieg fand ich jetzt eigentlich ganz interessant. Naja. Also Krieg fand ich ganz interessant. Hat sich schon ganz lustig gespielt. Aber von den Truppen her, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch einfach mal ins Gefecht gehen und ein paar Solo-Gefechte spielen. Na, dass ich gucke, okay, wie spielt man Skaven? Weil in der Kampagne spielen sie sich anders, ja, das weiß ich auch. Weil die hier zum Beispiel haben mich nicht über die Doppelschwert, die Red Guards, sind irgendeine Mega-Infanterie. Gut performt haben die jetzt nicht. Für so eine legendäre Einheit. Na? Also weiß nicht, ist halt schwierig. Weil ja, Geld kriege ich jetzt, aber wenn jede Armee, das ist halt das Ding, wenn jede Armee 5000 kostet, oder muss ich halt wirklich sagen, okay, ich hab eine Armee, irgendeine Armee, und dann sind da bloß irgendwelche Sklaven drin. Irgendwelche Clanratten. So, was kostet das dann? Das sind dann auch wieder 2000. Klar, du hast dann halt nur Front. Das ist halt, ich weiß es nicht. Also da, wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal Tipps geben. Ich habe schon geschaut, Total War und so, ne, Legend, wie die das machen, aber ich komme nicht dahinter. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man eine Armee im 1v1 bezwingen soll. Weil so eine Armee, wie besiegt man die als Skaven? Das sind Immortals und die haben halt Wumms. Die sind halt stark. Ne? Meine Red Guards sind komplett useless. Hat er geboostete Orks des Todes? Keine Ahnung. Also Katapulte, ja. Geht schon. Jazails. Die Warblitzkanonen. Keine Ahnung. Ich probiere da jetzt mal sowas aus. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Einfach mal gucken. In so einem Gefecht. Hoffentlich schmiert es jetzt nicht ab, weil das Spiel stürzt da manchmal ab. Okay. So, gucken wir mal. Einfach mal gucken. Geht da was oder geht da nichts? Wir kämpfen gegen die Grünen heute. Mit. Was sind die? Ist das einfach nur Skaven? Heißt es so? So. Krieg zum Beispiel. Okay? Hab ich. So. Einstellungen. Gelder. Ja, lassen wir mal groß. Ist egal. Aber keine großen Armeen. Große Armeen müssen es jetzt nicht sein. So, Ultra-Gelder. Whatever. Okay. Und ich möchte mal gucken. Ich habe jetzt. Einfach mal standardmäßig.
2 Giselles. 4 davon. So, was sind meine Katapulte? So, ich hatte natürlich den da noch. Und dann hatte ich noch einen. Ich glaube, es war ein Seuchenpriester. Ja, einen Seuchenpriester hatte ich noch. Der war auf seinem Dingens. So. Ach so, Kommandant, nein. So. So, ich hatte einen Warblock Techniker mit der Rakete. Genau. Und einen solchen Priester. So, auf seinen Dingens Bonus. Genau, ich mache einfach nur Benutzer definiert. So. Möchte ich mal durchgucken. Gut. Und dann nehmen wir natürlich ein paar. So, ich hatte die Red Guards. Die hatte ich. Dann gibt's noch Sturmratte. Wo sind meine Katapulte? Ich bin blind. Wo sind sie? So. Und dann halt noch, keine Ahnung, Sturmratten. So zum Beispiel. Das wäre jetzt meine Late-Game-Armee. Ne? Ich habe die Rattling-Kanonen, ich habe das. Ne, warte, da fehlt noch was. Genau, da fehlt noch die Warblitz-Kanonen. Na gut, dann habe ich bloß 2. Wo sind die? Hallo. Okay. Das wäre jetzt meine Armee. Dann so ungefähr. So. Ich meine, ich könnte natürlich später noch einen Katapult für die Kanone. Ist egal. So, und jetzt kommen die hier. Mit irgendeiner heftigen Armee. Ja, lass mal gucken. Pass auf, lass mal Grimgorg nehmen. Pass auf. Grimgorg, okay, den kriegt er jetzt. Als Held hat er noch irgendeinen. Kann der zaubern? Nö. Und kriegt natürlich noch einen Schamanen mit seinem Ding ins Bummens. So. Okay. Dann Immortals. Und dann halt. Ja, Flusstrolle. Für Kampagne. Ja, wieso nicht? So ein paar Spinnen? Oder so eine Spinne, ne? Gut, dann Kavallerie. So ein Colossal Quick hat er noch. Wolfstreitwagen, Spinnenreiter, Moschas Orks. So, was noch? Ich glaube die. Genau. Nee, ja dann. So, dann noch vielleicht so ein paar Nacht. Goblin Fanatics. So zum Beispiel. So. Und die waren natürlich alle geboostet, ne? Ist ja klar. So. Gibt's dafür keinen Hotkey? Kann ich nicht auf 9 drücken? Schade. So, ich möchte es jetzt einfach mal wissen. Ich glaube, da hat er eine anständige Armee. Ja, der kriegt die ganzen Gegenstände. So. Ich bekomme auch alle Gegenstände. Was es halt so gibt, ne? Gut. So.
Gut. Und wir kämpfen irgendwo normal. Irgendeiner normalen Karte zum Beispiel. Irgendeine normale Karte. Wälder jetzt nicht. Bitterweite, das sagt mir sogar was. Irgendeine flache Karte. Da, die zum Beispiel. So. Gut. Ich müsste ja auch ein bisschen geboostet sein mit meinem Stuff. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das schaffen soll. Ob es überhaupt machbar ist, keine Ahnung. So, weil wahrscheinlich spiele ich halt auch einfach nur die Skaven voll falsch. Aber das sehen wir jetzt mal. So, wir haben jetzt zwei. Weil das sind dann so Armeen, die hat man einfach, wisst ihr? In der Kampagne. So. Go. Jetzt schauen wir mal. Er hat halt Immortals, er hat ein paar Bogenschützen, er hat ein paar Single Entity Units, Streitwagen, Reiter, so ungefähr sah seine Armee aus. So, meine sieht ungefähr so aus. Und ich weiß ja nicht, ob das zu viel ist, zu wenig, keine Ahnung. Passt das? Ist das gut? Ist das schlecht? Kein Plan. So. Also. Katapulte natürlich hinten. So, Kanonen können sogar noch weiter hinten. So. Jazails. Und dann ist halt die Frage, ne? Ob das so passt. Der ruft ein paar Ratten her. Der stellt sich da hin und der stellt sich da hin. So. Gut. Die Kanonen sollten natürlich auf irgendwas schießen, was zum Beispiel das hier, auf die Spinne. So, die Katapulte schießen auf den ganzen Bums. So. Da hat schon irgendwas Schaden gemacht. So, die Chesails. Ja, die können hier auf die Flusstrolle angreifen. Obwohl ich eher die da weghauen wollen würde. So, hier haben wir jetzt Doom. Irgendwie ein gutes. So, die Spinne haut ab. Okay.
killing you. God, one. Man, that kill, kill. Man, that run. Warblock, Jedi. Aha. Also hier nehme ich gerade sehr viel Damage, klar. Aber hier so im Großen und Ganzen. Geht schon, oder? Ja, interessant. Guck, das wünschte ich mir für die Kampagne, dass ich jetzt nachgucken kann. Was hat Damage gemacht? Also die Kanonen waren ganz gut dabei. Katapulte, ja, geht so. So sollte es wahrscheinlich laufen. Ja. Gut, vielleicht war ich einfach noch nicht ready. Egal, ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Na, es war ein cooles Experiment. Lass mal erstmal dabei beruhen und belassen. Ich werde es bestimmt wieder probieren. Aber ich würde jetzt dann erstmal zu den Lizards rübergehen. Nächste Episode, die jetzt nicht mehr. Jetzt schon wieder so spät hier alles. Oh ja, schon 1:15. Huh. Ne, ich muss was essen. Genau, das heißt, ich mache hier erstmal Ende. Es hat ja schon Spaß gemacht. So ist ja nicht. Ist ja nicht alles nur frustrierend und scheiße. Es ist halt nur immer doof, wenn du merkst, du bist nicht so gut, wie du es gern wärst. Du verstehst Dinge nicht und das Spiel erklärt dir auch nicht viel. Und viele gute Guides gibt's auf YouTube nicht. Also es gibt halt die Profis, die spielen das runter wie nix und schießen rum und ich denke mir so, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hätte gerne einen anständigen Guide. How to scale. Und nicht nur die ersten 20 Turns oder so, die habe ich ja irgendwie hingekriegt. Auch wenn nicht auf legendär, sondern auf sehr schwer. Aber so, ja. Also ich glaube, wenn ich nochmal Skaven probiere, was irgendwann der Fall sein wird, früh auf Katapulte gehen, must have, das ist wichtig. Aber dann nicht dabei aufhören. So, ich muss Armeen machen, mit denen ich plündern kann. Plündern, voraus, scouten irgendwie. Ich habe noch keine Ahnung von den Helden des Skaven. Ich weiß nicht, welche Helden gut oder welche ich in welche Armee haben sollte oder wie. Ich habe halt gemacht, wie ich dachte, es gibt keinen Heldenguide. Überhaupt nicht, der fehlt mir gigantisch groß. Er ist sehr wichtig. Ja, und dann, mal schauen. Ne, mal gucken. Also ich glaube, mit den Waffenteams, das geht schon. Du hast halt dann 4 Kanonen, 4 Katapulte.
2 Gisales und 4 Techniker. Also War Red Guns. Und dann bist du schon bei 14. 4, 4, 2, 4. 4, 4. 4, 2, 14, genau. Dann noch 8, 4 für vorne stehen. Ja, und 2 Helden. Und das war's im Grunde. So groß, grob, ne? Aber da musst du hinkommen. So. Und da wäre dann die Überlegung, wie mache ich das mit den Unterstädten? Weil du kannst sie aufbauen und dann auch schon wieder Stück für Stück abreißen. Aber ich glaube, am Anfang plünderst du nur viel. Du machst viel Nahrung, viel Plündern und so weiter. Die Unterstädte. Ja, du plünderst, baust die Unterstädte auf. Zack, 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 zack. Schwierig. Also schreibt, wenn ihr Ahnung habt, wenn ihr da wirklich Pro drin seid in Skaven-Dings, schreibt mir doch gerne mal einen Guide. Der darf auch eine Seite lang sein oder zwei, ist voll egal. Mit so viel Erklärung, keine Kürzel, kein CA, AD, B, Buff, das, da weiß ich alles nicht, was es heißt. Schreibt den Scheiß aus und erklärt mir, warum. Warum 4 Rattling Guns? Warum 2 Kanonen? Was ist der Sinn? Was ist die Aufgabe dahinter? Wo sollen sie stehen? Was sollen sie angreifen? Wie sollen sie agieren? Wirklich ein Guide. Sowas bräuchte ich, so einen richtig schönen Guide. Auch, wisst ihr, das Schöne ist ja, ihr könnt es ja ganz anders spielen als ich. Kann ja auch sein, dass ihr viel mit Rattenogern spielt und so. Vielleicht klappt das auch ganz gut. Könnte ich auch mal ausprobieren. Einfach erklären, warum ihr was wann macht. Wieso es funktioniert und worauf man achten muss. Na, und dann weiß ich schon. Aber ja, jetzt bin ich hier erstmal durch. Nächstes Mal, wie gesagt, werde ich dann wahrscheinlich hier den guten Crocker spielen. Den kenne ich nämlich. Den, glaube ich, kriege ich auch hin. Der ist nicht so schwierig. Das wird irgendwann obsolet sein. Der Rest geht. Das ist interessant. Ah ja, okay. Also das werde ich halt auch schön spielen. Wahrscheinlich Krokgar. Ich könnte auch der Henoin auspacken, aber der ist ein bisschen knifflig. Und Oxyotl, so toll der auch war. Spielt sich einfach sehr schwer. Ich glaube, auf Legendär kriege ich den nicht hin. Aber ja. Krokgar ist wert. Ist ja auch interessant, wenn ich nicht einfach über alles drüber roffle. Ihr kennt mich von Herr der Ringe. Da roffle ich über fast alles drüber. Da habe ich halt auch schon meine 10.000 Stunden Spielzeit oder so. Hier nicht. Vor allem nicht mit Skaven. Das ist das Ding. Da, keine Ahnung. Egal. War ein ganz lustiges Projekt. Nächstes Mal mit den Lizardmen. Wenn ich da auch verkacke, dann gehe ich zurück zu den Skaven. Ich probiere halt rum. Ich meine, ich zocke das, weil es mir Spaß macht. Und wenn ihr da mit Anteil haben wollt, Kommentare, Likes und blub, ihr wisst es. Könnt mir da gerne Tipps geben und helfen. Ansonsten hoffe ich einfach, es hat euch auch Spaß gemacht, auch wenn ich verloren habe. Und ja, ist eine Herausforderung. Finde ich aber auch gut, wenn ein Spiel einen fordert. Bei Herr der Ringe muss ich sagen, fordert mich nicht. Das Spiel habe ich noch nicht durchgespielt. Da bin ich noch nicht hintergestiegen. Egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye bye.